Hallo, ich bin Uwe von Singen mit Kindern. Sag mal, gehörst du auch zu denen, die denken, ich kann ja nicht mit Kindern singen, ich kann ja nicht Gitarre spielen? Oder, ja, meine Stimme ist nicht so toll, ich kann nicht mit Kindern singen? Also, das kannst du gleich wieder vergessen. Natürlich kannst du mit Kindern singen. Es ist natürlich schön, wenn man gut Gitarre spielen kann, klar. Und wenn die Stimme auch richtig gut klingt, ist das auch gut, logisch. Aber darauf kommt es nicht wirklich an. Es gibt was anderes, was viel wichtiger ist. Und das möchte ich dir lieber an einem Beispiel erklären. Und zwar, indem ich dir von Rolf Krenzer erzähle. Dir ist bestimmt schon mal ein Text von Rolf Krenzer über den Weg gelaufen. Rolf Krenzer war nämlich ein Sonderpädagoge aus Dillenburg. Und der hat ganz viele Texte geschrieben, Gedichte auch für Kinder. Und sehr viele Autoren von Kinderliedern haben seine Texte vertont. Sicherlich kennst du den einen oder anderen Text von ihm, ohne es wirklich zu wissen. Aber was viele nicht wissen, Rolf Krenzer hat auch selber Vertonungen für seine Texte gemacht. Und er hat auch Konzerte gegeben mit seinen Liedern. Und er hat wirklich die Kinder begeistert. Sie hingen ihm an den Lippen. Also er hat es geschafft, wirklich einen tollen Zugang zu ihnen zu kriegen. Und das ist eigentlich ein bisschen erstaunlich, denn er hatte drei ziemlich gewichtige Handicaps. Erstes Handicap: Er hat kein Instrument gespielt. Nix, gar nichts. Er hat sich einfach hingestellt und angefangen zu singen. Aber er hat die Kinder begeistert. Er hat sie irgendwie gefesselt. Und das Zweite, er hatte so eine Art Technikphobie. Also so ein Headset am Ohr, so wie ich das zum Beispiel einsetze bei Konzerten. Also ein Mikrofon hier am Kopf, damit man sich frei bewegen kann. Das war nichts für ihn. Auch ein Mikrofon einfach vor seinem Gesicht, das war auch nichts für ihn. Er hat sich einfach hingestellt und angefangen zu singen. Trotzdem hat es funktioniert. Und das dritte Handicap, seine Stimme, okay, sie war jetzt nicht schlecht, das war eine ganz normale Durchschnittsstimme, aber er konnte die Melodie nicht so ganz gut halten. Und das merkt man auch auf CDs, wo er gesungen hat. Da wird dann meistens so ein Kinderchor im Hintergrund angelegt, damit er ihn ein bisschen unterstützen kann. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Denn was man ihm unbedingt abgespürt hat, ist, dass er wirklich gerne gesungen hat. Dass er begeistert war von dem, was er jetzt tut. Dass er sich einfach freut, jetzt mit den Kindern singen zu dürfen. Und das haben die Kinder auch gespürt. Und dadurch konnte er sie auch fesseln. Mit so kleinen Fingerspielliedchen hat er sie erreicht. Und gefesselt. Ist das nicht wunderbar? Also es kommt gar nicht darauf an, ob man toll Gitarre spielen kann oder ob man eine super tolle Stimme hat für die Bühne. Darauf kommt es nicht an. Wichtiger ist es, dass man ein Herz für die Kinder hat, dass man Kinder lieb hat und dass man gerne singt und gerne mit Kindern singt, dass man sich daran selber freuen kann. Dann kann man Kinder wirklich begeistern. Also, Ausrede vorbei, auch du kannst mit Sicherheit ganz gut mit Kindern singen. Versuch's doch mal. Ich gebe dir auf diesem Kanal immer wieder Tipps dazu, wie du Kinder zum begeisterten Singen animieren kannst. Mach es gut, bis zum nächsten Video. Tschüss, dein Uwe.